Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Vollmond-Energie mit Mondfinsternis. Und das Schöne ist, dass bei dieser ganzen Geschichte tatsächlich einfach eine ganz, ganz starke Antriebenergie schon seit Monaten da ist, wo wirklich Altes losgelassen wird und wo jetzt ein Portal da ist, um in etwas Neues einzutauchen, wo ein karmischer Zyklus beendet wird, damit einfach ein neuer Weg beginnen kann. Das heißt, es geht jetzt um eine ganz, ganz starke Ablösenergie, Loslassenergie, nochmal beobachtende Energie, um was es denn so geht. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das jetzt zum Anlass und mache mal ein Reading. Und zwar seht ihr da jetzt schon sehr viele Karten. Ich finde die Botschaft wirklich wunderschön. Schauen wir uns einmal an, was jetzt gerade in dieser frischen Energie ganz wichtig ist für uns zum Wahrnehmen, zum Sehen und für uns zu verstehen bzw. zu begreifen und unseren Weg weiterzugehen. Und zwar habe ich hier gefragt, was ist denn so das, was losgelassen werden möchte oder um was es da so ein bisschen ging? Dann habe ich hier gefragt, was sind denn die magischen Energien, sowohl positiv, aber als auch vielleicht auch karmisch betrachtet gesehen, die uns dann jetzt einfach so ein bisschen begleiten? Und was ist das, was jetzt kommen will, um was es denn geht, was jetzt erneuert werden will, beziehungsweise was verstärkt werden möchte, der Fokus verstärkt werden möchte? Und ich finde das schon so genial. Wir haben hier die Elf, wir haben das Vertrauen, wir haben die Kuh, wir haben die Fülle, den Segen, die Glücksgöttin mit Fortuna. Wir haben wirklich ein Bedanken an die Zeit und uns fühlen und füllen mit wirklichen Segen, aber auch den Hinweis, dass jetzt in dieser Umschiftung, das ist sehr rotlastig, ja, also sehr leidenschaftlich, feurig, es werden Dinge abgebrannt, aber auch im positiven Sinne, jetzt im loslassenden Sinne auch, um deine lebensbejahende Energie wieder zu stärken, um dich in dein Feuer zu bringen, in deine Leidenschaft, in deine Göttlichkeit, in deinen Funken, in dein, ja, in deine übersprudelnde Lebensfreude, einfach sagen wir es mal so. Und was da jetzt einfach wichtig ist, und hier haben wir noch Rückblätter, und das, ja, ist einfach alles da, um dich jetzt zu aktivieren, um deine Weiblichkeit hier zu eröffnen, um dich mit deinem hohen Selbst zu verbinden, um dich mit deinen Visionen zu verbinden und dir das Dienen zu lehren. Und was das jetzt heißt, schauen wir uns genauer an. Was ich jetzt schon mega finde, ist, das sind so ein bisschen die Überschriftskarten. Und als Überschrift für den ganzen Loslassprozess, ja, ist wirklich dieses Führen, nicht Folgen. Ebne einen neuen Weg. Sei du selbst der Führer, die Führerin, ich sage einfach, lassen wir das Führer weg, die Schöpferin, ja, nach der du dich sehnst oder nach dem du dich sehnst. Der Schöpfer, die Schöpferin, nach dem du dich sehnst. Ja. Und was jetzt gekommen ist, fand ich total interessant. Ah. Es ist eine sehr, also auf der einen Seite ist eine sehr schnelle Energie, auf der anderen Seite ist es eine sehr kitzelnde Energie. Ich spüre auch die Transformation, die da schon durchrinnt, die da schon tatsächlich schon die ganze Zeit einfach vorhanden ist, aber jetzt klarer noch einmal. Ich finde, die Transformation findet vor allem gefühlt im Herzbereich statt, also hier Lunge, Herz, also Ängste, Sorgen, Liebe, ja, also alles da in dem Bereich findet tatsächlich eine starke Transformation statt. Und unten bei den Füßen und in den Händen, also so Heilenergie, und bei den Füßen dieses, ich darf auf der Erde stehen, ich darf sein, und das haben wir hier tatsächlich auch, wir sehen es dann auch gleich, ja. Und was ich hier so spannend fand beim Loslassen, führen, nicht folgen, das war für mich sowieso ganz klar, führen, ich führe mich selbst an, ich folge nicht irgendwelchen Meinungen, ich folge nicht irgendwelchen Dingen, die man mir sagt, sondern ich spüre einmal ganz stark in mich hinein, was ich für mich wirklich brauche, alleine das ist schon eine Mega-Transformation, und stehe für mich ein ganz ein wichtiger Prozess. Und was dann aber auch noch kam, ja, ihr seht schon, die Energie ist schnell. Was dann aber auch kam, war, und das sind jetzt sehr positive Karten, Glück, Erneuerung und Begeisterung. Also auf der einen Seite will das aus euch heraustauchen, weil das habt ihr alles in euch. Aber hier dürfte, die Narzisstin ist drüber gefallen, hier dürfte irgendwie wie eine Bedingung dranhängen. Ja? Wenn wir jetzt einfach nur mal schauen, was könnte Narzisst bedeuten in der Kombination mit anderen Dingen, dann könnten wir so überschlagsmäßig sagen, ein Narzisst verlangt Aufmerksamkeit, ein Narzisst verlangt dein Gehorchen, eine Co-Abhängigkeit, etwas, wo eine Bedingung dranhängt. Ja? Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann habe ich so das Gefühl,
dass sie so Strukturen gehen wollen jetzt, wo das Glück und die Erneuerung angehängt ist an die Bedingung. Ja? Wer erst, wenn ich das und das mache, dann kann ich wirklich glücklich sein. Ich brauche Erneuerung, um glücklich zu sein. Wenn ich mich erneuere, wenn ich den Glück in mir finde, dann kann ich auch wieder die Begeisterung im Leben leben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil dann ist da so eine Bedingung dran gelenkt. Ja? Und das, was aber das Wichtige in dieser Phase jetzt gerade ist, ist das Hinschauen und das Annehmen von der Situation, wie sie ist. Ich bin Glück allein. Ich bin das Glück in meinem Leben. Ich darf glücklich sein. Also ohne jeglichste Bedingungen. Ich habe es verdient, glücklich zu sein auf dieser Erde. Ich darf einfach sein und darin glücklich sein. Darin die Erneuerungen, die es braucht, für mich empfangen. Ich darf in Begeisterung stehen, ohne um mich zu bangen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, diese Bedingung schieben wir dahinter. Die hat hier keinen Raum mehr, hat hier keinen Platz mehr. Und das, was durchleuchtet, ist das Glück, ist die Erneuerung und ist die Begeisterung frei. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Und da kommt auch wieder dieses Vergnügen, das Kind Gottes, sei dabei und schöpfe das Vertrauen in vollen Zügen. Ja, ich kann Dinge geben, meinem Selbst gegenüber und anderen gegenüber. Ja, und da haben wir die 13, also auch wieder den absoluten Neubeginn, ohne dass es einer Sucht entspricht, ohne dass es Hilfsmittel entspricht, die ich brauche, oder ohne dass ich jemanden bestechen muss dabei. Also da sind ja ganz unterschiedlichste Geschichten drin. Einfach, ja, indem ich dem Universum, ja, send a letter to the universe, indem ich einfach sage, was ich will, indem ich einfach dem Universum, ja, einfach, da kommt ganz viel Einfach und Leichtigkeit durch, damit ich einfach mich konzentriere auf das, was ich erleben will, denn das Universum liebt dich und gibt dir das, was du auch brauchst, und da gehst du jetzt in Verbindung mit deiner Bewusstheit, um diesen Zyklus in die Vollendung zu bringen, damit du wieder vor Vergnügen lachst und erkennst, dass du nicht mehr gefesselt bist an irgendwelche Bedingungen, sondern dass du jetzt frei quasi deinen Weg in Fülle gehst, ja, und für dich gehst. Wunder, wunderschön. Und da kommt gleich die Verbindung, hilft dir jetzt, indem du mit deinen Wünschen in Verbindung gehst. Ja? Lass deine Wünsche wachsen, gib ihnen Raum. Wunder, wunderschön. Du darfst dir selbst vertrauen. Geil. Ja, also ich bin total begeistert, was da für Botschaften durchkommen. Ja? Und vor allem auch unter dieser Stärke, die da wirklich durchscheint, ja, und du hältst jetzt durch, du hast das Durchhaltevermögen aus alten, na, das soll ich jetzt auch dazu sagen, aus alten Rollenbildern, aus alten Kontrollthemen auszusteigen. Und da habe ich aber jetzt auch nochmal speziell drauf gefragt, ich muss immer nur wieder raufschauen, dass ja nicht die Kamera hier ausgeht, weil irgendwann schaltet die ab, dann schalte ich sie gleich wieder ein. So, dass hier die Kontrolle rausgeht, ja, dass hier um hier jetzt wieder für die Wunder im Leben Platz zu machen, dass du aus alten Rollenbildern aussteigst. Und da ist schon einmal ein wunderbarer Punkt. Alle Wege, ne, was ist die magische Energie jetzt, um was geht es, aber was ist auch die karmische Energie, was darf da gelöst werden, was ist es konkret, nicht nur was darf losgelassen werden an Bedingungen, sondern was bewegt das auch und was kommt hier heraus. Und da haben wir alle Wege führen nach Hause. Innere Autorität, Intuition, den Blick nach innen wenden. Also es geht jetzt eben, das, was uns eh schon auch begleitet, geht es jetzt wirklich darum, uns hinzugeben, das Kind des Kosmos, ja, aufzunehmen, unseren Kanal zu spüren, uns zu spüren, unsere Körper zu spüren, unser Wesen zu spüren, ja, um da mal hineinzusehen, um was es da geht. Und da geht es jetzt darum, Kindheitsthemen in den Fluss zu bringen, Leichtigkeit in den Fluss zu bringen, ja, Unbeschwertheit zu erleben, zu erkennen, dass man wunderschön und fließend ist, Gegensätze vielleicht auch in den Fluss zu bringen, ja, vielleicht auch in schwierigen Verbindungen zu erkennen, was dahinter in der Kindheit noch verankert vielleicht liegt, ja, also in dich einkommen, dein Zuhause in dir finden, erkennen, Wahrnehmungen spüren und dann klar zu entscheiden, und mit dieser Entscheidung wirst du auch alles wieder in den Fluss bringen, weil da ist irgendwo im System noch eine Co-Abhängigkeit drinnen gewesen, die sogar aus vorherigen Leben mit verbunden
verbunden sein kann. Ne? Das betrifft jetzt alle möglichen Seelenpartnergeschichten, das betrifft jetzt karmische Verstrickungen in der Arbeitswelt, ne? Wo man das Gefühl hat, vielleicht der Erfolg bleibt mal immer wieder aus oder man hat immer wieder Schwierigkeiten. Einfach Muster, die sich im Leben immer mal wieder wiederholen. Ja? Menschen wenden sich ab, man hat das Gefühl, nicht anerkannt zu werden, nicht gesehen zu werden, nicht ernst genommen zu werden, was auch immer, vielleicht ausgegrenzt zu sein und nicht verstanden zu werden, was auch immer es ist, ja, oder vielleicht auch in einem Konflikt mit sich selbst sein, ja, mit eigenen Rollen, mit Partnerrollen, ja, mit Mutter, die Mutter kommt hier auch durch, ja, tatsächlich, wo man jetzt einfach schauen kann, okay, was habe ich hier vielleicht noch für Kindheitsthemen, was habe ich vielleicht noch hier am Potenzial, was in mir versteckt ist, was jetzt in den Fluss gebracht werden will, damit nämlich ein alter karmischer Zyklus endet und ein neuer Fluss, wir haben nämlich hier zweimal den Fluss, geschehen will. Und da haben wir die wahre Liebe, damit wirklich die wahre Liebe, das Vergnügen mit der Liebe, nicht mehr Bedingungen in der Liebe, sondern die wahre Liebe, die freie Liebe, einfach wirklich Liebe, facettenreich, in egal welchen Situationen, in egal zu welchen Personen, also nicht, ne, also, ne, also alles, was so frei, ne, ich will es ja gar nicht begrenzen, ja, es soll frei einfach, ja, dieses Liebe darf frei im Fluss sein. Es ist wie auf Wolke 7 schweben, glücklich sein, ja, erfüllt durch deinen Segen, durch das Vertrauen und einfach nicht mehr diese Strukturen der alten Rollenbildern, der Kontrolle, der Erwartungen, auch an sich selbst, weil man vielleicht immer wieder dieses Wertlose, ich bin wertlos aus verschiedenen Gründen, weil vielleicht waren meine Eltern da, die mir immer wieder gesagt haben, ich muss das erst tun, ich muss hier vielleicht den Dreck von anderen immer mal wieder wegkehren, ja, ich muss mich benehmen, ich muss so und so sein, ich muss angepasst sein, ich muss dieses und jenes, ja, und hier geht's darum, dass du dich davon befreist, dass du auch die eigenen Erwartungen siehst und löst und wieder in das Abenteuerleben einkehrst, in Verbindung gehst mit anderen, die dir gleichgesinnt sind und nicht mehr, wo du dich da wie so ein kleiner Mensch fühlst, der halt immer wieder in dieses Kindheitsthema angetriggert wird. Und das in Verbindungen lernst du jetzt. Dieser Schmerz kommt jetzt quasi hoch, um dann zu verschwinden. Vielleicht ist er hochgekommen. Vielleicht hast du dich jetzt im letzten halben Jahr mit diesem Schmerz beschäftigt. Ja, Schmerzscherz. Nein, es ist kein Scherz natürlich. Aber vielleicht hast du dich jetzt damit beschäftigt und warst vielleicht schon ein bisschen im Konflikt damit, deswegen der Scherz. Ja, dass man dann schon so auch das Gefühl hat, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt habe ich mir das schon angeschaut und jetzt kommt das vielleicht wieder. Aber vielleicht kommt das nur wieder, um es endgültig in die Verabschiedung zu bringen und wieder in den Fluss zu bringen, deine Liebe zu dir selbst, deine Liebe zu Personen gegenüber, zu Situationen gegenüber. Na, auch Liebe ist eine, weil es jetzt gerade kommt, eine starke Vergebungsenergie. Vielleicht einfach wirklich auch noch einmal, ja, alten Situationen, Menschen, dir selber zu vergeben, um dich wieder zu spüren, um dich wahrzunehmen und nicht in Distanz damit zu gehen. Ja, das kam jetzt einfach so ganz stark und vor allem nicht so viel von dir zu erwarten. Also das, was ich hier spüre, ist aufgrund von alter Muster, wo man sich manchmal wertlos gefühlt hat vielleicht, ja, diese hohe Erwartungen an sich selber. Was erwartet man denn von sich selbst? Und da jetzt, ne, die Erwartungen und das geben wir jetzt dahinter hin, dass die wahre Liebe sich selbst auch in der wahren Liebe wiederfinden. Ja, damit das Selbst jetzt wirklich erblühen kann in diesem wunderschönen Frühlingserwachen und in den Fluss kommt für sich selbst, ja, aber auch dann für das Kollektiv, wunderschön und für alle insofern wieder. Ja, also ich bin ganz hin und weg von diesen wunderbaren Energien. Was soll jetzt verstärkt werden? Was soll jetzt geboren werden? Wo soll jetzt mehr der Fokus drauf gehen? Weil es ist ja in Wirklichkeit schon alles da, ja. Aber wo soll der Fokus mehr draufgelegt werden? Wo soll durch unseren Fokus, dass wir den Fokus darauf richten, einfach mehr in die Geburt damit kommen, dieses Erwachen, erblühen, ja. Ein Baum ist ja trotzdem gesund und wächst und lebt und gedeiht, auch wenn man über den Winter und über den Herbst hinweg die Blätter nicht sieht und trotzdem ist alles da und vorhanden. Und ich glaube, genauso dürfen wir uns auch sehen. Es ist alles da, ja. Und indem wir wissen, jetzt ist das Frühlingserwachen und das Frühlingserwachen initiieren wir einfach auch mit unseren Gedanken, mit unserer positiven
Visionierung, mit unserer Positivität und mit unserem Fokus, den wir einfach gewinnen auf das Erblühen, ja, dann erblüht und erwacht quasi mit diesem Ganzen auch im Kollektiv natürlich durch die Zyklen, die jetzt auch im Vollmond übrigens abgeschlossen werden natürlich, erwacht jetzt einfach auch diese Neugeburt in uns, auch wenn sie schon quasi wie vorhanden ist, aber sie ist von uns noch nicht gelebt und dafür gehen wir jetzt in diesen Fokus, gehen wir jetzt in diese Energie und lassen es jetzt fließen. Lass dich in meine Arme fallen. Hingabe, Halten der Gegensätze, die Extremen des Lebens. Ja, einfach verstehen, begreifen, wahrnehmen, dass alles Lebendigkeit ist und dass alles mit dem Fokus auch verhandelbar ist. Wir haben hier die Händlerin und mit dem Fokus verhandelbar, und deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen herumgestockt, ist immer wieder dieses, wo legst du den Fokus hin? Mit welchen Energien handelst du? Mit was möchtest du dich vielleicht auch mehr verbinden? Ja, was möchtest du auch mehr in deinem Leben spüren? Punkt. Was möchtest du auch mehr in deinem Leben spüren? Ja, und diese Hingabe und einfach wissen, dass das Ganze nur ein Kreislauf ist, dass das Ganze nur ein Spiel ist, wo du die Schöpferin drinnen bist und dich erfährst. Und dahingehend wirklich auch deine Bewusstheit zu stärken, damit du dich da jetzt einfach auch unterstützt auf diesem Weg. Wir dürfen uns hier mit den Krafttieren, oder es wird initiiert, dass hier die Krafttiere tatsächlich zu dir kommen und du dazu begleitet wirst, jetzt aus einer Situation herauszugehen, wo du dich vorher ein bisschen davor abgeschottet hast. Trotzdem zeigt diese Karte an, es hat sich schon viel bewegt. Das heißt, hier gibt es schon einen längeren Zyklus, weil da ist ein Fluss. Allerdings ist dieser Fluss, wenn du das anschaust, tröpfchenhaft. Der Fluss war tröpfchenhaft und es war hier noch so ein bisschen ein Spinnennetz. Der Gepard ist hier ein bisschen vielleicht noch geduckt gewesen. Das Kätzchen hat sich noch nicht ganz erfreut und war noch nicht ganz in seiner Kraft. Deswegen hier auch die transformativen Schmetterlinge. Wenn es darum geht, na, wo ist die Karte jetzt? Einfach hier, ich habe sie liegen lassen, einfach zu sein und dich mit deiner ganzen Pracht, dich mit deiner ganzen Macht, dich mit deiner ganzen Schöpferkraft, mit deinen Visionen, mit all dem, was du erleben willst, ja, mit deiner Schöpfung selbst, dich hier auf die Erde zu bringen, dich zu erden und dich willkommen zu fühlen in dieser Fülle, in diesem Segen und da wirklich für dich zu sein, selbst zu sein und dein hoher Selbst mit einem erhöhten Blickwinkel auf die Erde zu bringen, um die Schöpferkraft, um die Lebensenergie, um die Weiblichkeit für dich in jeder Form, ob du Mann, Frau, sonst irgendeine Bezeichnung für dich gewählt hast in diesem Leben. Ja, hier diese, da geht es nur um die Energetik, ja, hier die weibliche Energie, also die Visionen zu empfangen, um anzunehmen, die Sanftheit, das Nährende, ja, das hier einfach auf die Erde zu bringen und Heilung und Entfaltung im Kollektiv für dich, aber auch vor allem zu erfahren und deine Energie auch hier zu lenken. Ja? Du erfährst eine neue Kraftstufe in dir. Das ist so wunderschön. Ja? Also erlaube es dir hier, die Dienerin, der Diener auf dieser Erde zu sein und mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Begabungen hier tatsächlich auch zu wirken und du selbst zu sein. Dorthin soll es gehen. Wunderschön, damit die Freude, damit deine Lebenskraft, die Sexualität, ja, das ist ja übersprudelnde Power, ja, in dir erwacht, du dich wirklich hier verbindest, natürlich auch mit anderen Menschen verbindest, in Begegnungen aufgehst, in Begegnungen du selbst bleibst, ja, damit die Fülle, wir haben so oft Fülle, hier jetzt wirklich zu dir kommen kann. Beschäftig dich mal damit, was bedeutet Fülle überhaupt für dich, ja, und wenn du hier noch in einer Abhängigkeit drinnen stehst, zum Beispiel, ne, Bedingungen, Fülle ist dann das für mich, wenn ich das, also mit anderen, ja, aber was bedeutet, oder situationsabhängig, aber was bedeutet Fülle, Lebensfreude, Freude, Sexualität meinetwegen auch, ja, Potenzial, was bedeutet das alles für dich? Ja, frag dich, was bedeutet das für mich? Wie fühlt sich das für mich an? Was passiert da in mir? Was habe ich dann? Wie fühlt sich das an, wenn ich unabhängig für mich stehe? Und das ist so, so schön und dahin darf es jetzt gehen. Und da ziehe ich jetzt noch gleich eine Karte für dich, das Kamel, wieder mit dem Durchhaltevermögen. Du wirst getragen und sicher geführt. Der Sieg ist dir gewiss. Jetzt geht es einfach mit dem Krebs und die Hingabe, ja?
Das reagiert gleich mal. Ja, achte auf die Träume und Eingebungen. Veränderung und Wachstum kündigen sich an. Ja, also wunderschön, wunderbar, was da jetzt alles geschehen kann. Gib dich dem hin, lass dich da fließen, komm ins Genießen. Es geht immer weiter hoch die Leiter, bis deine Seele dort ist, wo sie angekommen sein will tatsächlich. Ja, und vertraue bitte deinem eigenen Weg, weil es ist nur dein Weg, um den es geht. Und dein Weg ist quasi wie deine Bestimmung. Also nimm deine Schöpfung, nimm deine Lebensaufgabe, nimm dein eigenes Feuer, dein einfaches Sein wirklich zur Gänze, völlig Hingabe, freudig, erfüllt in dir an. Du bist es wert. Bis dann. Papa.